Und was macht ihr im Wallreich Haslital so? Ja, wir haben selber 400 Benzen und wir verarbeiten die ganze Wolle verarbeiten von denen. Was sind Benzen? Eine Benze ist das Schaf. Ja, und unsere Spezialität ist die Schafwollkugel. Wir sind die Einzigen in der Schweiz, die das so herstellen können, dass nicht dort verfilzen. Was ist denn speziell an denen? Oder wie macht ihr das, dass es nicht verfilzt? Also wir haben zuhause eine sehr grosse Maschine, wo wir das zuerst in die Maschine legen. Aber nachher die weiteren Arbeitsschritte sagen wir natürlich nicht, weil es unser Geheimnis ist. Maschine kann ich mir so wie eine Waschmaschine vorstellen, oder wie? Nein. Nein? Okay. Nein, das ist wirklich... Es ist riesig, oder? Riesig. Und wir legen dann die Wolle, die gewaschene Wolle, die wir dann auflegen. Und dann geht es aufreissen und verhacken. Und dann geht es in eine Entstäubung und dann geht es in eine Einspeisung. Und von dieser Einspeisung geht es dann in die Maschine, die dort schneiden. Und dann geht es wieder in eine Entstäubung und dann können wir es absacken. Ja. Und von dort aus geht es dann noch 1-2 weitere Arbeitsschritte weiter. Nachhaltigkeit heisst für mich eben so das Produkt, eine Schafwolle, die wieder nachwächst. Und zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, den Stillring brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Ich rehre ihn nicht auf das Gister, sondern ich habe den ganzen Inhalt in den Garten. Er tut nachher verrotten. Also alles auch kompostierbar. Genau. Wow. Ja. Genau. Cool. Und sicher auch etwas, das man weitergeben kann. Ich denke, es ist schon langlebig, oder nicht? Ja, es ist, du kannst es immer wieder auffüllen, also wenn man ein Erwachsenenschlafkissen so wie da hat und dann geht das ein bisschen zusammen, kann man einfach wieder Kugeln in die Beis bestellen, kann wieder ein bisschen frische dritte. Also das ist etwas, was man nachher immer hat. Wie ein neues Kissen, wenn man noch ein Hemdchen mehr drin tut. Genau. Super. Genau. Cool.